Der Teig sieht schon ziemlich gut aus. Uff. Schatz, was habe ich dir über das Werfen von Bällen im Haus gesagt? Wir brauchen wohl eine kleine Anregung. Wow, was kann das Ding, Papi? Ich pack die Knete einfach hier rein? Wow, guck mal! Dieses Ding ist super toll! Das sieht aus wie eine Karotte! Guck mal, was ich gemacht habe! Also, wo war ich? Oh ja, sehr schön, Süße. Wenn du ein bisschen mehr drückst... Papa, das ist mein Spielzeug, okay? Och, Mama, ich will nicht. Doch, doch, komm schon, los geht's. Na gut. Lass uns erstmal die perfekte Temperatur finden. Und, ist das nicht schön? Wart mal, was ist da los? Mama! Oh, du hast Wasser ins Ohr bekommen, hä? Huh? Keine Bange, Hilfe ist schon unterwegs. Siehst du diese Aufkleber? Kein Wasser kommt mehr in dieses Ohr. Er passt sich genau deinem Ohr an, Schatz. Oh, das ist irgendwie cool. Danke. Und jetzt kommt das Shampoo. Das stinkende Haar braucht eine Menge. Fühlt sich das gut an, Schatz? Mama? Au, mein Auge. Oh, war das etwas Shampoo für Erwachsene? Oh, das Zeug ist zum Heulen. Nein. Lass mich nachdenken. Hey, das bringt mich auf eine gute Idee. Ich muss nur kurz telefonieren. Hallo? Ja, das ging schnell. Verschwenden wir keine Zeit. Jetzt bleiben deine Augen schön trocken. Die Seife bleibt hier oben. Und beim Ausspülen läuft es dir nur den Rücken runter. Super! Gefällt dir das, Mr. Einhorn? Ja, Zeit für eine Wasserschlacht! Also gut, Schatz, ich weiß, du musst dringend. Du musst nur den Deckel vom Töpfchen hochheben. Zielen und los! Ah, puh, süße Erleichterung. Viel Glück, Schatz. Wow, das ist aber viel, Pippi. Wie weit komme ich damit? Huhu, regnet's hier? Das kommt vom vielen Apfelsaft, den ich getrunken habe. Mami! Bist du fertig, Liebling? Oh nein, was ist denn hier passiert? Ich würde gern sagen, dass es Wasser ist. Ist es aber nicht. Mami, ich glaube, ich muss nochmal. Warte kurz, Schatz. Nimm einfach diesen kleinen Töpfchenhelfer. Mach Pipi in den Rüssel, okay? Wow, das Ding sieht echt cool aus. Guck mal, ich mach's. Und ich spritz nichts daneben, siehst du? Oh, Schatz, ich bin so stolz auf dich. Mh, so süß. Und so viele Keksstücke. Den hab ich. Mh. Möchtest du einen Snack? Ach, herrje, nicht diese Art von Snack. Ein Apfel? Bist du verrückt? Ach. Wer hat Lust auf Brokkoli? Mund auf. Nein. Ach, so wählerisch. Okay, Süße, Augen zu. Komm schon, mach's einfach. Ha, siehst du? Zu und aufmachen. Warum probierst du die nicht mal? Und schon isst du eine Banane. Bäh, ich werde nie wieder was Gesundes essen. Warum ist Kindererziehung so schwer? Was ist das? Ein Obstbeutel? Alles wird gleich viel besser. Rein mit dem Eisstiel. Und dann ab damit in den Tiefkühler. Jetzt warten wir. Das sollte reichen. Dann lass uns das mal testen. Guck mal, sieht aus wie Eis am Stiel. Aber glaub mir, das ist viel gesünder. Bin ich genial, oder was? Wer möchte ein leckeres Eis? Hey, ich will das haben. Naja, ich kann wohl eine Ausnahme machen. Oh, hier hast du es. Und ich nehme das. Mh, lecker! Jemand sollte mich für den Preis als besten Papa nominieren. Ugh, als ob alles schmutziger und schmutziger wird. Ist ja nicht so, dass ich sonst nichts zu tun hätte. Ups, hab einen Fleck übersehen. Jetzt glänzt alles. So macht man das. Puh, Mama braucht eine Fußmassage. Ich kann nicht mehr. Puh. Mama, was kochst du da? Oh, keine Suppe? Aber ich hab Hunger. Habe ich etwa das Mittagessen vergessen? Warte einen Moment, okay? Weiter geht's. Als Mutter hat man nie Feierabend. Stopp, ich kann das machen. Nenn mich einfach Chefkoch. Uhu, was haben wir denn hier? Ey, nicht gucken. Oh, na gut.
Ich will, dass das Essen eine Überraschung wird. Hey, hier ist ja Schokolade drin. Und ich habe die beste Idee dafür. Meine zwei Lieblingszutaten. Yeah! Zuerst das Brot, dann die Schokolade. Sieht noch langweilig aus, aber abwarten. Noch ein paar mehr aufs Brot. Und noch ein kleiner süßer Kick. Erdbeeren mag ich am liebsten. Und obendrauf eine Scheibe Brot. Die sehen köstlich aus, stimmt's? Und die habe ich ganz allein gemacht. Yep, yep. Aber die müssen noch warm werden. Also bis gleich. Sieht gut aus. Sind die schon geschmolzen? Okay, Mama. Tada! Schoko-Sandwiches. Und da sind sogar Erdbeeren drauf. Zeit für den Matschtest. Das sieht gut aus. Das ist ja himmlisch. Ich weiß. Du solltest jeden Tag Mittag machen. Okay, gehen wir jetzt draußen spielen? Cool, ich schlag als Erster ab. Ich frag mich, was es heute zum Frühstück gibt. Egal, was es ist, ich bin bereit. Papi! Wow, was ist denn los? Ich kann's ganz deutlich hören. Eine Schale Flakes kommt sofort. Aber ich will mehr Flakes! Oh nein, ich hätte einkaufen gehen sollen. Beruhige dich. Hier muss doch noch was sein. Ich will jetzt essen! Nicht schlecht. Schatz, ich bemühe mich ja. Pasta? Na gut. Aber was soll ich damit anfangen? Das ist nicht genug. Ist hier irgendwas drin? Aha, ich denke, damit kann ich was anfangen. Man muss nur über den Tellerrand schauen. Warte, ich hab's. Oh, Madison, hier ist das Snackmonster. Du siehst zum Vernaschen aus. Ich nehme die, okay? So lecker. Mensch, du hast wirklich Hunger. Ich habe noch eine bessere Idee. Ich nehme einfach so einen Spieß und steck da die gekochten Nudeln drauf. Wenn ein paar draufgesteckt sind, kommen Salamistreifen drauf. Noch ein paar. Jetzt zu deiner Lieblingssoße. Alles schön verteilen. Und dann kommt noch Gurke drauf. Sieht schon lecker aus, stimmt's? Der Käse darf natürlich nicht fehlen. Noch ein Schritt und muah! Der Käse muss noch schmelzen. Okay, Madison, das ist schön warm. Guck mal! Und alles für dich, mein Schatz. Das ist viel besser, Papi. Wie eine Party in meinem Mund. Gern geschehen, Maddie. Okay, dann lasse ich dich mal essen. Hallo? Warte kurz. Mami hat ein Meeting. Sei ruhig, Olivia, ja? Verstanden. Das sieht spaßig aus. Was zur... Oh, ja, stimmt. Sorry. Machen wir weiter. Es ging um die Umsatzprognose für nächsten Monat. Die Prognosen sehen gut aus. Ich, flog da gerade ein Schuh? Mami, wer ist der lustig aussehende Mann? Olivia, was habe ich dir denn gesagt? Das ist so frustrierend. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Klebe einen Streifen Klebeband quer über einen Hula-Hoop-Reifen. Und dann nochmal vertikal. Kleb den Hula-Hoop-Reifen immer wieder mit Klebeband ab, bis er etwa so aussieht. Olivia, ich hab was für dich. Sieh mal, ein lustiges Spiel. Das sollte sie eine Weile beschäftigen. Probieren wir das nochmal. Also, wo war ich? Geschafft! Ich bin die Beste in dem Spiel. Hey, Mami. Lecker. Was ist mit deinen Sachen passiert? Du bist total schmutzig. Was soll's? Stopp, wir müssen dich erstmal sauber machen. Aber Mom, ich hab Hunger.
Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Aha, damit wird das auf jeden Fall gehen. Später muss ich Wäsche waschen. Wenigstens habe ich jetzt ein sauberes Shirt. Ich habe ein sauberes T-Shirt für dich. Na gut, aber das wird ja auch schmutzig. Wie kann das denn immer sein? Sag nichts. Zieh das hier an. Oh, muss ich wirklich? Mom, du bringst meine Haare durcheinander. Schnell, Mami. Danke. Schon besser, jetzt kannst du essen. Na, endlich. Ich liebe das. Schau mal, die schokoladige Köstlichkeit. Nein! Mach das nicht. Ich kann nicht hinsehen. Schon okay? Einfach atmen. Moment. Diese Tüte bringt mich auf eine Idee. Der ist schick. Das schmeckt voll lecker. Ach, das klebt an meiner Hand. Schon besser. Ich könnte das den ganzen Tag essen. Und ich muss deine Wäsche nicht waschen. Okay, Mom, ich bin fertig. Dann ziehen wir dir das wieder aus. Ich muss nur die Tüte abnehmen. Heb die Arme mal hoch. Und deine Sachen sind schön sauber. Na, dann geh spielen. Bye, Mom. Bye, meine Süße. Es geht doch nichts über frisch gepressten Saft. Guten Morgen, Mom. Hier hast du ein schönes Glas Saft. Oh, ich will den nicht. Der ist eklig. Der ist gut für dich. Ich hätte lieber Schokolade. Keine Schokolade zum Frühstück. Aber, dann versuch doch, mich aufzuhalten. Gib das her. Nein, das ist meine. Jeden Morgen dasselbe. Moment, vielleicht hilft mir dieses Pop-It. Das könnte nützlich sein. Ich denke, das wird klappen. Nimm ein Pop-It und befülle es mit Saft. Fülle es komplett auf. Leg das Pop-It in den Gefrierschrank, bis der Saft gefroren ist. Hol ihn dann aus dem Pop-It raus. Wow, das sieht toll aus. Olivia wird's gefallen. Ich würd's essen. Olivia! Was? Guck mal, was ich hier habe. Was ist das? Koste mal. Wie du willst. Wehe, das schmeckt nicht. Oh, ich bin sehr gespannt. Mach weiter. Bitte. Das ist gut. Das ist wie Eis am Stiel. Danke, Mom. Und die hier kommen in den Müll. Ich brauche etwas, das für Aufsehen sorgt. Und ich weiß, was es werden soll. Komplementäre Farbtöne sind der Renner. Aber da fehlt noch etwas. Aber was? Ach, der Ball ist so winzig. Wow, das Ding ist der absolute Wahnsinn. Mama! Oh, jetzt nicht. Okay. Aber da ist noch Farbe übrig. Damit kann ich spielen. Vielen Dank. Ach, ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, ich versuche ein... Hey, wo ist meine Farbpalette hin? David, hast du sie? Entschuldigung. Schau, ich habe das gemacht. Ich nenne es Wasserpfütze. Aha. Oh, ich weiß. Du willst mit dem Gesicht malen? Versuch's mal, David. Wow, und los! Lustig, oder? Das kannst du laut sagen. Ja? Was, wenn ich meinen Finger nehme? Da kommt er. Ha! Leute, die blauen Punkte kommen. Und jetzt meine Lieblingsfarbe. Wuhu! Fertig. Mama, schau mal. Ja, das sieht doch toll aus. Aber versuchen wir noch einen Trick. Auch Symmetrie kann schön sein. Und um das zu beweisen, erstellst du selbst eine. Das ist ein schöner Schmetterling. Mit dieser Linie wird er zum Leben erweckt. Zusammen mit den Umrissen der Flügel. Und noch die andere Seite. Fertig!
bewundere diese reine Schönheit. Und das ist erst der Anfang, mein Junge. Schuh, weg, weg mit euch. Komm, ich sprühe dich mit Anti-Mückenspray ein. Nee, das ist eklig. Wo gehst du hin? Naja, ich hab's versucht. Nee, nee, fang mich doch. Hier kann ich in Ruhe meine Süßigkeiten essen. So ein interessantes Buch. So süß. Oh nein! Verschwindet! Mami, lass mich in Ruhe! Hm? War das Liam? Ach, das war nur Einbildung. Rette mich! Nimm das! Oh, jetzt sind sie wütend. Du musst mir helfen, Mami. Die Moskitos haben mich gestochen. Die sind stinksauer. Keine Sorge, Schatz. Ich helfe dir. Du brauchst nur ein paar Tropfen davon. Die gebe ich auf deine Schweißbänder. Das hält die Moskitos fern. So lassen sie dich in Ruhe. Jetzt gib mir einen Kuss. Oh, da würde ich ja lieber mit den Moskitos abhängen. Ich bin zurück und zeig euch, wo es lang geht. Haha, nehmt das. Schlafenszeit, Liebling. Hier ist dein Teddybär. Danke, Papi. Gute Nacht, Ava. Schlaf gut, bis morgen. Hey, hier ist es voll dunkel. Das gefällt mir nicht. Na toll, jetzt ist mein Chakra durcheinander gekommen. Ich komme, Liebes. Was ist hier los? Willst du kämpfen? Ich meine, alles in Ordnung? Es war so dunkel und so stürmisch. Schon gut, keine Sorge. Alles ist in Ordnung. Ich bin ja da. Wie wär's mit einer Geschichte? Mach die Augen zu. Es war einmal. Und sie schläft. Geh nicht. Ich bin ja da. Schön langsam. Papi, das ist besser. Oh, komm schon. Ich habe da eine Idee. Der Gummihandschuh wird nützlich sein. Ich gebe den Handschuh in das Glas. Stülpe den Handschuh über den Rand. In ein anderes Glas fülle ich Reis. Dann fülle ich den Reis in den Handschuh. Und dann nehme ich den Handschuh aus dem Glas und mache einen Knoten hinein. Das sollte funktionieren. Den platziere ich auf Avas Arm. Yes! Jetzt kann ich mich rausschleichen. Au! Mein Zeh! Nicht weinen! Oh, das Bild macht richtig gute Laune. Gut genug, um eingerahmt zu werden. Aber warum schon aufhören? Ich brauche nur Inspiration. Richtig. Du hast was gesagt? Oh, Susan, das war nicht nett. Oh, ich weiß nicht. Hey. Meine Blätter. Oh, entschuldige. Ups. Schau, was du gemacht hast. Es ist hin. Hey, soll ich dir mal was zeigen? Hast du schon mal was von einem glücklichen Unfall gehört? Das ist einer. Wow. Darf ich? Klar, du kannst auch unterschiedliche Größen nehmen. Fantastisch. Machen wir noch mehr drauf. Was glaubst du, wie viele hier drauf passen? So viele, wie du willst. Jetzt wird's verrückt. Du kannst so ziemlich alles nehmen, solange es rund ist, natürlich. Findest du, es sind jetzt genug? Sieht ziemlich cool aus, stimmt's? Schlag ein, mein kleiner Künstler. Glaubst du, dass dir diese Elternhacks auch bei deinen Kleinkindern helfen werden? Teile dieses Video gern mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal für weitere hilfreiche Videos wie dieses.